Hallo zusammen, willkommen zu Junkensteins Rache, Zorn der Braut. Ich weiß, es ist jetzt nicht so was Übliches, so typisch Horror. Aber gedacht, ja, Warnung im Hellschreckmoment und Overwatch, gefällt mir. Entsprechend habe ich gedacht, gut, vielleicht lohnt sich darüber ein Video zu machen, vielleicht juckt es ein paar Leute die Story da und dann selber nicht spielen. Wird nicht so krass sein, ich bin gespannt, wie Overwatch hier eine Art Horror-Modus umgesetzt wird. Und ich bin jetzt in einem Pool drin. Das heißt, ich muss jetzt warten. Wahrscheinlich sehr lange. 2000 Jahre später. Jetzt haben wir unseren letzten Teammate mal. Hoffentlich. Und es geht gleich los. Immer kann die deutsche Sprachausgabe auf den Tod hinaus nicht leiden. Not long ago, four heroes slew the Mad Doctor Junkenstein and saved the Lord of the Castle. Tonight, in zombie haunted streets beneath the full moon's glow, four more heroes would face a new peril. They would suffer the wrath of the bride. Okay. Würde sagen, das machen wir jetzt mal. Schwarz-Weiß, störe die Barrikade. Fuck! Au! Au, fucking! Alright! Ihr seid nicht nett. Okay, muss dahin. Au! Okay, die Dinger sind aggressiver, wie ich gedacht hätte. Und nein, so spielt man mal nicht mehr Overwatch spielen. Normalerweise aber auch eher Tank. Nicht DPS. Wenn ich DPS spiele, dann spiele ich eher Tracer. Oder Genji oder sowas. Obwohl ich mit der hier auch ein paar gute hab. Ins Innere der Taverne, okay, let's go in. Let's go. Can't hear myself think with that radio blaring. Draufschießen, das ist das Problem. These messages. I hope everyone got out safe. Does anyone know what's going on here? I'd bet these Zomniks have something to do with the Lord of the Castle. And Dr. Junkenstein, no doubt. What are we waiting for? Let's get to the castle and chop that doctor to bits. Ja, das passt zu ihr. Ja, jetzt gehen wir zum Schloss rüber, so wie es aussieht. Fuck. Ich habe noch nie einen Story-Modus von Overwatch spielen können. Letztes habe ich sogar verpasst, wegen einer Account-Löschung. Ja. Entsprechend überrascht bin ich eigentlich, dass man jetzt zu Halloween nochmal sowas hier bekommt. Denn eigentlich finde ich Story Modes und so Shoot dann relativ was Geiles. Aua. Ich finde das auch in letzter Zeit deutlich aktiver wieder mit ein paar Kollegen. Ja. Macht eigentlich Spaß. Wir suchen den Schlüssel. Schlüssel. Schlüssel! Oh nein! Moria! Fuck! Okay, jetzt ist mal nicht weg. Jetzt geht's auf Moria. Duck. Ja. Dann müssen wir hiervon. Da war man schon Ulti. Hey, wir haben Schlüssel wieder. Yay. Ach, mag die Map eigentlich. Ist auch sonst nice. Hey, who's yapping in my head? Do yourselves a favor. Stay away from the castle. Or else. Or else. Now to put a stop to her. Wir kommen rüber und dann gibt's auch eine Fresse hier. Does anyone else feel like we're being watched? Yeah, and I don't take kindly to people looking at me.
Something is coming. Above us! From high upon the ramparts, the goblins shattered its emprisons and rained on the heroes below. So, ich entschuldige, weil ich gerade von meinem Part gestoppt wurde. Ich habe den Moment nicht mitbekommen. Aber jetzt ist er hier erschienen. Monk. Monkey. Oder wie sie hier genannt werden, die Gargoyles. Und Monkey ist jetzt auch eigentlich in der normalen Spielrunde ein relativ gefährlicher Gegner geworden im Vergleich zum ersten Teil. Aber ja, wir spielen jetzt hier einfach im Story-Modus, deswegen ich kann nicht wirklich sterben. Ich lass mir doch zusammen hier erstmal die Story angucken will und alles. Ja. You're the Bride of Jenkinstone! Hey, seriously? I blocked the path to the castle, so this is where your tale ends. Das hier unten sieht spannend aus. Should be a lever around here that'll open the secret passage. Oh, I want to ask how you know about this. There ain't a prison round that could keep me alive. In the depths of the dungeon, the heroes fell under the hypnotizing gaze. Oh no, was ist jetzt schon wieder los? Es wird dunkel! Nein! Hi! Überlebt den Albtraum. LOL. Da. Ja, das war jetzt nicht mal so schlecht gemacht gewesen. Das war jetzt nicht mal so schlecht, vor allem für das, was es ist. Das Raum ist nice gemacht mit Uhren. Und auch der Skin passt eigentlich von ihr relativ gut zur Stimmung. Die Musik. Ich bin gerade extrem überrascht, wie gut das hier eigentlich gerade ist. Das sind einfach relativ schwach, die Gegner. Tak 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 tak. Echo, geh weg. Hey, wir haben den Albtraum überlebt. Erreicht die Burg. Tja. Ich will es ja nicht sagen, aber junge Dame, ich bin schlecht im Schlafen. Dementsprechend nicht da. Der Beschwörer, nein! Ja, fick der Beschwörer. Zack, nimm das. Und nur noch mehr Gargoyles. Oh, oh, oh. Zack, 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 ja. Oh, wir haben Bob. Ja, Bob. Bob regelt. Oh nein, einer hat das Match verlassen. Ich hoffe, das endet jetzt nicht deswegen. Das war scheiße. Oh. Hoppala, ich sehe so gut, was gerade abläuft. Okay, du musst weg, du störst. So, ja. Wiederbeleben, weiter geht's. Let's go. Easy peasy, lemon squeezy, einmal weggeschballert. Seems the bride stoked her back to life. Well, she's dead again now. And the bride's next. Once we bust through this door. Step aside, gals. My dynamite will burn this door to the ground. Oh, jetzt wird gesprengt. Sehr schön. Ja, ein Scheiß, was hat schon das hier. Hat leider kein Healer mehr vorhanden ist.
Ist nicht so geil. Ich hab einen guten Grund, warum das Spiel sagt, alle beisammen sein müssen. Ja. Ah, mein einer Main. Sigma. Oder Sigma Balls. Alter, what the fuck ist das? Ich glaube, wir müssen flüchten. Ansonsten wird das nix. Stay focused. That ghost could be back any minute. Au! Auch wenn er nicht so immun gegen Explosionsdamage, wie ich es mir gewohnt bin. Das ist problematisch. Ah, kann ich sterben, wenn ich wiederbelebe. Wie nett und lieb! So, let's go, let's go, let's go, let's go. Alter, der Geist ist schon ein bisschen arg penetrant. Oh nein, Bashen! Er wurde gerade eben als gelöscht und das war gut so. Und weg ist er. So gehört es sich. Das sieht schick aus. Das sollte ich im normalen Spiel drin lassen. Gefällt mir. So, ja. So, jetzt können wir ein bisschen denken. Tack, 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 tack. Junkenstein, even after his demise. And now she's returned to where it all ended. To finish what he started. What for? What else? Revenge. Oh nein, Rache. Fast. Oh, bitte, bitte. Threat neutralized. Fuck. So. Ich bin der Schlechteste vom Schaden, ja scheiße. Ja. Auf geht die Tür. Hoffentlich. Alter, der Thron soll einfach in Slow-Mo öffnen hier. Yep. That's the Lord of the Castle. Hurry. Alter, das ist die Szene aus dem fucking Ding, ey. Oh! Die Braut. Au. Das sieht nicht so nett aus. Oh, fuck. Darf wieder leben, bitte, danke. Au, au, fuck. Ja, oder halt ein bisschen BS wegen, weil die extrem viel Fusionsdamage machen. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wie gone? Wie gone? So, ja, zack, drauf. Du lässt das bleiben. Du bekommst einfach Headshots kassiert, bis du tot umfällst. Ah, aua! Was war das gerade für eine Aktion? Zack, 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 zack. Oh ne, ne, ihr Butler. Oh fucking hell, Sigma. Sigma, habt ihr nichts getan? Wir können über die Gravitation diskutieren. Über die Schwere dieser Situation. Fuck off. Sorry, ich kann es draufhalten. So
Tut mir leid, Reinhard. Verzeih mir. Besiege die Braut. Aber ja, wird gern, aber... ein bestimmtes jemand will nicht. Ich belebe dich mal wieder hier. Ah, das kitzelt. Ihre Schüsse sind ja nicht gefährlich, aber nur ihre Teammates sind gefährlich. Ich erkenne die beiden mal an. Die waren sozial, die waren nice. Ja, den zweiten ist also scheinbar der Horror-Mode. Ich habe jetzt mehr erwartet. Oder was anderes erwartet. Ich weiß genau, was ich erwartet habe. Aber für das, was es war, war es in Ordnung. Es ist in Ordnung. Das sage ich auch zu Overwatch 2. Overwatch 2 ist in Ordnung. Es ist nicht unbedingt Overwatch 2, da stimme ich absolut zu. Dafür hat es nicht genug Veränderungen, aber es ist in Ordnung. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out.